wir wollen hier die Veranstaltung eröffnen. Und zum Auftakt haben wir gehört die Gruppe Revier aus Honja mit dem Robert, Piotr, Emilian, Janus und Jan. Einen herzlichen Applaus. Märkischer Bergwanderweg. Ein Projekt, in dem die Stadt Bad Freienwalde Geld und vor allem auch Ideen investiert hat. Und wir freuen uns, unsere besonderen Gäste hier begrüßen zu dürfen. An der einen Seite unser Landrat Gernot Schmidt, auf der anderen Seite unser Bürgermeister Ralf Lehmann, den wir natürlich recht herzlich begrüßen. Darüber hinaus natürlich Gäste aus dem polnischen Meseritz und Honja, sowie aus dem Landtag der Marco Büchel, den wir hier vorne sitzen, und auch verschiedene Vertreter aus dem Bereich der Politik. Hier darf ich die Jutta Lieske noch nennen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen die Frau Angela Krug, Geschäftsführerin Krankenhaus Märkisch-Oderland, und weitere politische Kräfte, die hier heute vertreten sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vieles ist ja schon gesagt worden. Wir sind natürlich sehr froh, dass die Stadt diesen märkischen, ich muss noch mal drauf gucken, wie er ihn jetzt nennt, Märkischer Bergwanderfahrt an unserer Klinik errichtet hat, ist für uns eine Aufwertung des Standortes. Viele Menschen, die ihn nutzen werden, werden natürlich auch vorbeischauen und auch mal unsere Klinik betrachten. Wir müssen ja auch ein bisschen Werbung für unsere Einrichtung betreiben. Und wenn sich einige vielleicht sogar mal das Knie oder andere Teile des Fußes lidieren, auch nicht so schlimm, operiert wird in Wriezen, Reha in Bad Freienwalde. Wir haben alles, haben alle etwas davon. Aber das Allerbeste ist natürlich hier diese Landschaft. Vielen Dank für die freundlichen Worte, lieber Herr Landrat. Ich darf auch noch Stadtverordnete der Stadtverordnetenversammlung begrüßen. Die kamen jetzt ein wenig zu kurz, denn die Stadtverordneten sind es, die mit ihren Beschlüssen für die Haushaltsermächtigung gesorgt haben und dafür, dass das Projekt auch angegangen werden konnte. Deswegen ein großes Dankeschön und Respekt an die Stadtverordnetenversammlung für diese klugen Entscheidungen. Ja, lieber Herr Lehmann, ich möchte Ihnen im Namen des Brandenburgischen Kurt- und Bäderverbandes noch einen Blumengruß überbringen und bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre langjährige Mitgliedschaft in unserem Verband und für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich, dass Sie heute hier diese Eröffnung haben. Und ich denke, dass es eine sehr schöne Sache für die Kurgäste ist, aber vor allen Dingen auch für die Anwohner in Bad Freienwalde. Alles Gute. Vielen Dank. Dziękuję Ci. Pokrótce przedstawimy może program dzisiejszego wydarzenia. Około godziny 11:15 odbędzie się wspomniany już polsko-niemiecki bieg po schodach, po tych schodach nowo wybudowanych, które były częścią projektu. Jest to bieg drużynowy. Każda drużyna składa się z jednej osoby dorosłej, z jednego dziecka do lat 14. Trwają jeszcze zapisy, jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, nie zameldował, a miałby ochotę uczestniczyć niezależnie od własnej kondycji. W sumie to tylko 220 schodów prowadzących tutaj z tego poziomu do kaplicy, kaplicy zwanej kaplicą źródlaną. To tam z tyłu przyjmowane są jeszcze przy siłowni plenerowej zapisy. Thank you.
bitte. Die ersten drei mit 4 Minuten 26. Familie oder der Titel des Teams heißt Regenberg. Das ist der Tom und Peter. Chłopaki Piotrek, Regenberg z czasem 4:26. Zajęli pierwsze miejsce. Es ist wetterunabhängig. Natürlich denken wir mal, bei Sonnenschein wäre es am schönsten, aber ich mag eigentlich dieses Zwielicht. Und was wünschen Sie sich für die nächsten Tage? einen guten Regen für den Garten und hinterher wieder Sonnenschein.